Wir haben Dienstag, den 21.08.2018, es ist 4:30 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal BernhardTV hat 1383 Abonnenten. Das sind mehr als letzte Folge, glaube ich. Ich weiß aber nicht genau, ja. Und 255.000 Klicks. So um den Dreh. Oh. In der heutigen Folge geht es um Eintracht Frankfurt wieder, weil wir haben einen neuen Spieler verpflichtet, liebe Leute. Philipp Kostic, ja, ist gekommen zu Eintracht. Bevor wir kurz darüber sprechen, möchte ich an dieser Stelle diejenigen von euch informieren, die noch nicht Bescheid wissen. Berner TV hat ja offiziell jetzt mit der dritten Staffel angefangen. Und das Berner TV Bundesliga-Tippspiel, ja, geht auch. Was ist hier los? In die dritte Saison. Und diesbezüglich gibt es ein paar Regeländerungen, ja. Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euch erstmal, falls ihr mitspielen wollt, ja, bei Kicktipp anmeldet. Der Link dazu ist unter diesem Video in der Beschreibung. Es sind jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Spieler am Start. Geil. Wir haben noch Zeit bis, ja, bis zum, also ihr könnt euch immer anmelden, aber falls ihr richtig mitspielen wollt, die komplette Saison, bis Samstag habt ihr die Möglichkeit, euch anzumelden. Unter dem Video ist der Link und alle Infos zu diesem Ding hier gibt es in dem Video davor. Ja? Das wird am Ende der Folge nochmal irgendwo eingeblendet. Da könnt ihr euch nochmal hier alles angucken. Ja? Nur so als Info. Ja? Nicht, dass die Leute wieder denken, ihr müsst nur eure Tipps abgeben unter die aktuellen Videos dann zu den Spieltagen. Nein, diesmal bei Kicktipp und unter die Videos. Ja? Alle Infos gibt es in dem Video nach diesem Video. So, kommen wir zur Eintracht. Ja. Liebe Leute, es wird Zeit. Verdammte Scheiße, ist mir heiß, ja. Es wird Zeit, hier wieder mal einen Stimmungsumschwung einzuleiten, weil wer, wenn nicht wir, ja. Jetzt, wo wir schon genug Kritik geäußert haben und die ganze Welt quasi sich jetzt eingeschossen hat auf Eintracht Frankfurt, muss ich natürlich wieder der Erste sein, verdammte Scheiße, der das Zepter in die Hand, da muss man Zepter in die Scheiße, ich habe ein richtiges Zepter, falls ihr es noch nicht kennt, ja, irgendwann zeige ich es euch, ja, wieder das Zepter in die Hand nimmt und auf den Tisch haut, so, ja, und sagt, so, wir haben jetzt einen Kostic geholt, es sind noch exakt 10 Tage Zeit, es wird noch ein, zwei, drei Wechsel geben, danach mit Eintracht Frankfurt ein neues Gesicht haben und wir werden eine phänomenale Saison spielen. Ja, einer muss es doch sagen, wenn nicht ich. Ja, wer dann? Ganz einfach. Die Vorbereitung lief nicht so ab, wie wir uns das alle gewünscht haben. Die Transferperiode bis dato verlief nicht so, wie wir uns das alle gewünscht haben. Die zwei Pflichtspiele, die wir bis dato bestritten haben, liefen nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Und auch ein Philipp Kostic ist jetzt nicht unmittelbar die Personalie, die ich mir zumindest gewünscht hätte. Man muss aber an dieser Stelle sagen, also hätte noch vor einiger Zeit, mittlerweile, deswegen auch dieser ganze Umschwung, bin ich einfach absolut davon überzeugt, dass erstens sogar ich, ja, und ich bin mehr so der Gekas-Typ, ja, gib mir den Ball und ich mache ihn rein, ja. Aber so laufen, das ist nicht so meins. Ich hasse laufen, ja. Und schnell laufen erst recht, ja. Und aber sogar ich, in meiner aktuellen jetzigen Verfassung, würde Eintracht Frankfurt mehr weiterhelfen können, als es so das Stammpersonal Rebic mal ausgenommen auf der linken Seite da vorne tun würde, ja. Das heißt, jeder hätte uns da besser zu Gesicht gestanden als das, was noch da ist, außer Rebic, ja? So. Nun haben wir einen Spieler bekommen, der durchaus über unglaubliche Qualität verfügt, wenn er denn möchte. So. Jetzt wird es daran liegen, ob unser Trainer Adi Hütter das herauskitzeln kann aus ihm, ja? Die letzten, wie lange war er? Ein Jahr, 2 Jahre in Hamburg? Ich habe es gerade voll verplant, ja? Aber die Zeit in Hamburg, es ist halt Hamburg, ja? Und ich möchte jetzt nicht noch einen Seitenhieb gegen Hamburg, weil die sind so Seitenhieb genug da unten in der zweiten Liga. Aber da lief es ja einfach schon seit Jahren nicht rund, ja? So viele Trainerwechsel pro Saison und hin und her und Chaos.
da ist es schwierig für einen Spieler zu glänzen, ja. Und soweit ich das mitbekommen habe an der ganzen Kritik an dem Spieler von Seiten der Hamburg-Fans und was ich da so aufgeschnappt habe, ja, ist es nicht so. Gut, der Spieler wurde oft kritisiert, er möchte nicht. So wirklich. Ja, also er ist unmotiviert und sowas. Das ist natürlich scheiße, aber das hat man genauso über Rebic lange Zeit gesagt, bevor er zur Eintracht kam, ja. Und ich kann mir vorstellen, über Boateng galt auch als Bad Boy, schwieriger Typ. Und hier war er ein Musterbeispiel an Fußballprofi, ja. So. Und was man noch so an Kritik vernommen hat, ich zumindest, ist, dass Philipp Kostic der Chancentod genannt wurde, ja. Weil er viele Chancen versemmelt hatte. Möchte mich an dieser Stelle aber auch, ich habe mich daran erinnert und möchte das jetzt, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe ihn ein paar Mal spielen sehen in Stuttgart. Ja, in Hamburg habe ich in Hamburg war mir nicht so, also ich habe Hamburg nicht verfolgt letzte Saison, aber Stuttgart, als er noch in Stuttgart war, habe ich mir das gegeben und ich zu dem Zeitpunkt dachte ich mir damals, Alter, was ist das für eine Maschine, ja? Wenn der mit dem Ball ins Rollen kommt, den kriegst du nicht, den kriegst du nicht mehr, ja? Und ob er dann da damit am Ende des Tages die Tore schießt oder nicht, das ist doch scheißegal. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn er so oft wie möglich jetzt treffen würde, ja. Aber das ist doch primär gar nicht seine Aufgabe, auch wenn das irgendwo auf dem Papier seine Position da Außenstürmer genannt wird, ja. Das, ey, wenn der mit Tempo an den Ball kommt und rennt, ja, und nur halbwegs brauchbare Dinger in die Mitte bringt, ja, ey. Dann haben wir gewonnen, dann haben wir einen Sechser im Lotto, liebe Leute, ja. Er muss keine Tore schießen. Und wenn er es probiert und öfter mal daneben schießt, dann ist es halt so scheiß drauf, ja. Wenn er das nur bringt, was er kann, dann haben wir einen richtig starken Spieler auf dieser Seite, ja. Dass er in Hamburg nicht geglänzt hat, das, ey. Wenn wirklich mir jemand erzählen will, er wäre ein schlechter Spieler oder er wäre jetzt nicht, er wäre jetzt nicht super oder irgendwas, nur weil er halt in Hamburg scheiße war oder halt nicht überzeugt hat, das ist für mich kein Argument, ja. Und leider Gottes ist es nun mal so, dass er mit Stuttgart abgestiegen ist und mit Hamburg, ja. Aber das sind einfach dumme Zufälle, ja. Genauso wie Eintracht das Spiel gegen Ulm auch gewonnen hätte haben können, wenn es Deutsch war oder sowas. Alter, scheiße, ich hatte richtig Hunger gerade. Ich habe richtige Fressattacken momentan, ja, weil ich so viel arbeite nachts, ja, und mein Gehirn anstrengen muss für Musik machen, ja. Ich habe gerade einfach mitten in der Nacht so eine fette Schüssel Müsli gegessen und trinke die ganze Zeit Cola, Alter. Es gibt den Dünnschiss des Jahrhunderts, und aber egal. Jedenfalls, ja, das ist dumm gelaufen, ja, aber so ist es halt im Sport. Stuttgart hat zu dem Zeitpunkt einfach eine Seuchensaison gehabt und er war ein absoluter Lichtblick, ja. In Hamburg war er, ja. Keine Ahnung, ob mein Lichtblick war oder nicht, aber die hatten auch einfach solchen Jahre hinter sich und jetzt unten und durch, ja. Mit 25 ist man im besten Fußballeralter, um gerade nochmal neu zu starten. Ey, guck mal, jeder sagt ihm doch, ey, du bist mit Stuttgart abgestiegen, du bist mit Hamburg abgestiegen, als ob er nicht selber einen Funken Ehre haben müsste, um zu sagen, ey, jetzt zeige ich es euch allen. Ihr denkt, ich kann nur absteigen, jetzt erst recht, ja. Und, klar, war das jetzt nicht der Name, der bei mir irgendwie vor der Transferperiode rumgegeistert ist im Gehirn, nach dem Motto, ey, wir haben so viel Geld wie möglich, wie noch nie, und können investieren und dies und das. Da hatte ich ganz andere Fantasien, ja. Aber jetzt ist er da, weil wir diese Art von Spieler brauchen. Und man muss sagen, wir haben ihn für 2 Jahre ausgeliehen. Und haben dann eine Kaufoption von 6, 6,5 Millionen oder sowas, ja. Was heutzutage absolut marktüblich ist. Wir haben ihn ausgeliehen für 1,2 Millionen, wenn das stimmt, für 2 Jahre. Man muss zu diesem Deal, ja, das sage ich oft, das sage ich sehr oft, ja. Wenn Eintracht Frankfurt einen Deal abschließt, sage ich das sehr oft brutal. Haben die stark gemacht, ja, der Deal ist gut, ja. Ich rege mich erst auf, ja, so nach 2 Jahren, wenn wir den kaufen wollen oder dann gekauft haben und was dann erst alles rauskommt, dann fange ich an, mich aufzuregen, ja, nach dem Motto, oh mein Gott, jetzt haben wir ihn gekauft und die Ausstiegsklausel ist nur so hoch und der kann da gehen und es gibt eine Verkaufsbeteiligung und dies, das kommt erst alles später raus, ja. Und darüber können wir uns auch gerne in 2 Jahren den Kopf zerbrechen und ich werde mich darüber auskotzen, ja. Aber Stand jetzt ist das doch mal ein ja, das, man muss doch sowas einfach als positives Zeichen nehmen, um einfach nach vorne zu gehen. Ja, wir haben jetzt einfach zweimal brutal verkackt,
als Eintracht Frankfurt, ja. Und müssen jetzt alles daran setzen, dass diese Saison gerettet werden wird, ja. Mit der drei macht der Gewohnheit Zweifachbelastung, ja. Aber die Zweifachbelastung hat es in sich. Und scheiß mal auf die Zweifachbelastung, weil die fängt erst ab wann, irgendwann September an oder so. Wir haben einen schwierigen ersten Monat. Und schwierige erste Spiele auch, ja, weil man darf diese, man denkt sich ja, Freiburg, Bremen, hin und her, ja, so diese Spiele musst du gewinnen. Erst recht, wenn du mit dem Abstieg so früh wie möglich nichts zu tun haben möchtest. Und weil die anderen sind ja schwerer, denkt man sich ja so. Dortmund, Bayern, obwohl Dortmund habt ihr heute gesehen. Ich habe absolut nichts gegen Dortmund und ich bin natürlich, wenn Dortmund, Bayern, Dortmund, Bayern. Ich bin immer auf der Seite von Dortmund und sowas, sehr sympathischer Verein und her. Aber heute tut es mir wirklich sehr leid, Dortmund-Fans, ja. Ich habe gearbeitet bis 10 Uhr, deswegen mache ich das Video auch jetzt mitten in der Nacht, weil tagsüber habe ich es einfach nicht hingekriegt, sonst hätte ich das Video direkt gemacht, als ich es erfahren hätte. Aber, als ich nach Hause gekommen bin und dann das Spiel lief noch so, ich hab's gar nicht gepeilt, ich hab gar nicht geguckt, so. Und dann war ich in der Küche, mach mir gerade irgend so Steaks zum Essen. Und dann ruft mein Vater, Ala Greuther Fürth macht Tor, 82. Minute, 1-0. Ich so, was? Gibt's gar nicht, ja. Und dann habe ich meine Steaks gemacht, so, und dachte ich mir, ach. Und dann in der 94. Minute, also in der 92. komme ich noch zum Fernseher und denke mir so, Ala, wenn die jetzt verlieren, ich bin ja so sensationsgeil, ja, und einfach so ein bisschen nicht Schadensfreude gegen Dortmund, aber so ein bisschen so. Okay, Eintracht ist nicht die einzige Mannschaft, ja. Dortmund kann das auch passieren, ja. So, hätte ich mich fühlen wollen, ja. War leider nicht der Fall. Gratuliere dann halt auch Dortmund jetzt zum Weiterkommen. Aber ich hätte mich irgendwie so, ja. Ja, ich hätte mich selber so gefreut, ein wenig so, dass es halt nicht so schlimm ist für Eintracht, obwohl es nichts geändert hätte an der Situation von Eintracht. Aber hey, das ist einfach die Wahrheit, ja. So, nichtsdestotrotz geht es jetzt einfach darum, einen Fehlstart zu vermeiden. Ja, das sind die Mannschaften, gegen die wir eh schwer spielen werden. So Bayern, Dortmund, Schalke, Leverkusen ist typisch, ja. Und dann diese Spiele, diese vermeintlich leichten Gegner. Ja, das sind doch genau die Spiele, wo du den Druck hast zu gewinnen. Weil wenn du die auch noch verkackst. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Ja, deswegen, wir haben eine sehr, sehr schwere Saison. Und ich sage einfach so viel, dass mit der Verpflichtung von Kostic unsere Chancen ein wenig gestiegen sind, diese Saison besser zu bestreiten als ohne ihn. Ganz einfach, ja. Weil unsere Bank sieht traurig aus. Wenn sich noch nur ein oder zwei Spieler verletzen, Rebic und Müller nicht spielen konnten, sah unsere Bank sehr traurig aus, ja. Und Kostic, ey, wie gesagt. Es ist nicht der Spieler, der uns nach oben schießen muss, ja. Dafür haben wir gute Leute im Sturm, ja. Mit, ich wollte verletzt sagen, mit Haller, mit Jovic und mit Paciencia haben wir da Potenzial, Paciencia, da Paciencia Potenzial, Potenzial, Paciencia, haben wir da drinne. Und die wissen, wo das Tor steht, ja. Die brauchen jetzt, wie schon so oft von mir angesprochen, nur die Bälle. Und jetzt mit einer funktionierenden Flügelzange. Jetzt, wenn das System jetzt langsam mal greift von Hütter, ja, mit dem Pressing, da hast du Alla, mit einem Kostic, mit einem Rebic. Gebt euch mal, ich hab so einen verrückten Plan in meinem Kopf, ja. Gebt euch mal diese Aufstellung, wenn Müller und Rebic fit sein sollten, ja. Ich würde was echt Verrücktes machen, und zwar Kostic links, Rebic rechts, Gacinovic so. Gacinovic und Müller, so 9, 8 und 9 Position, vorne Jovic. Ey, was für ein Tempo, was einen überfallartigen Terror-Blitzkrieg-Fußball wir spielen könnten, ja? Das wäre doch krass, ja? Und ja, und Müller als wirklich so hinter der Sturmspitze, weil der weiß, wo das Tor steht, ja? Der ist ein gefährlicher Spieler und der ist schnell und, ich könnte mir echt vorstellen, dass das geil wird mit Rebic und Kostic als Flügelzange, Gacinovic als Ballverteiler, Müller als gefährlicher falsche Neun quasi, ja, und vorne Jovic. Zerstörung. In jedem Spiel, wenn wir dann irgendwie, je nach Spielverlauf, Haller können wir dann bringen, hinten irgendwie gucken, Haller Kopfball gefährlich und nochmal rein, Druck erhöhen und
Das ist doch schon was, liebe Leute. Das ist stark, ja. Deswegen muss man auch einfach sagen, starker Transfer von Kostic. Und mal ganz ehrlich, einen Spieler mit seiner Qualität für 1,2 Millionen zu kriegen, für 2 Jahre. Es gibt keinen besseren Deal. Das muss man einfach sagen, ja. Richtig schlau gefickt eingeschädelt, diesen Deal. Muss man einfach sagen, finde ich stark. Was am Ende dabei rauskommt, das sei mal dahingestellt. Da habe ich Bedenken, ja, bei Eintracht Frankfurt, ja. Aber du kannst nicht verlieren. Für 1,2 Millionen kriegst du 2 Jahre einen krassen Spieler geschenkt. Übernimmst natürlich auch wahrscheinlich gutes Gehalt für ihn. Und Hamburg kann nur diesen Deal eingegangen sein, um sein Mammutgehalt dort irgendwie zu sparen oder was weiß ich. Weil Minusgeschäft des Grauens für die. Aber gut, das ist nicht unser Problem. Und jetzt haben wir die nötige Geschwindigkeit. Der ist brutal am Ball. Der ist wie ein Rebic. Wenn der einen Ball hat mit Geschwindigkeit, der ist, den trennst du nicht vom Ball. Der kann brutal am Ball Dinge tun, ja. Also dribbeln, meine ich. Er ist schnell und er weiß auch, wo das Tor steht. Ja, auch wenn er jetzt nicht der Goalgetter von dem Herrn ist, aber wie gesagt, wenn er, es reicht schon. Konter mit ihm umschalten, schnell mit ihm zu bedienen. Er läuft und macht irgendwie den Ball in die Mitte und dann der. Das wird gut, das wird gut, lieber Leute. Ja? Ich sag euch ganz ehrlich, das ist stark. Deswegen bin ich auch wieder guter Dinge. Jetzt wirklich noch einen gestandenen Mittelfeldspieler, zentralen Mittelfeldspieler, einen Leader-Gär, ja. Alter, scheiße, aus welchem Film habe ich dieses Leader-Gär? Das ist irgendein Karatenfilm, oder? Leader-Gär, irgendwie so sein Sensei, Leader-Gär oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Sagt es mir, wenn ihr es wisst, ja. Einen Leader brauchen wir und ist euch auch aufgefallen, wie sich das irgendwie alles so gedreht hat mit von alles, was bei Eintracht Frankfurt gehandelt wird, alles, was rauskommt an die Presse, diese Spieler kommen mit Sicherheit nicht. Und auf einmal werden Spielerverpflichtungen vermeldet, von denen man noch nie gehört hat. Ja, es hat sich doch ein bisschen gewandelt. Ja, eigentlich ist doch in die letzten Spieler, alle, die gekommen sind die, über die man auch Tage zuvor oder sogar schon Wochen zuvor berichtet hat, ja. Wenn sich das ganze Muster festsetzt, würde ich jetzt mal gerne eine Theorie aufstellen. Ich habe absolut, wirklich absolut keine Beweise, Hinweise, irgendwas damit. Ich weiß nichts, ja. Aber ich habe einfach so ein Gefühl, als würde wirklich dieser Will Henner oder wie der heißt, kommen, gekauft werden. Jetzt, demnächst, für die Zentrale und gehe von einer starken Überraschung gegen Ende der Hinrunde, gegen Ende der Transferperiode, so 31. rum aus. Wirklich, 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 ich habe so ein Gefühl, dass dann auf jeden Fall noch eine Rechtsverteidigerposition kommt, hundertprozentig, bin ich mir sicher. Aber ich weiß es nicht, ja. Es wäre doch einfach. Ich glaube ganz fest daran, dass er am letzten Transfertag Vallejo kommt. Ich glaube das einfach. Ja. Bobic weiß, ja, was die Stunde hier geschlagen hat. Ja. Bobic weiß, es gibt viel Kritik. Ja. Es gibt ja nur noch diese Lager, die Schönredner und die Schwarzmaler. Und diese Begriffe habe ich mir irgendwo bei Transfermarkt abgelesen. Ja. Also wenn ich das hier jetzt rumschreibe. Ich lese auch die ganze Scheiße hier. Was soll ich, als ob ich mir hier alles ausdenke, weil ich schlafe. Ein Spaß. Aber ja, es gibt Kritik. Es gibt und es gibt berechtigte Kritik. Ja, er macht nicht alles falsch, um Gottes Willen. Er macht aber auch nicht alles richtig. Ja, Fragezeichen, wie gesagt, über diversen Transfers in einer Saison, wo man von Dreifachbelastung auszugehen hat mit Euroleague und hin und her und viel Geld zur Verfügung. Und da muss man einfach auch die Frage stellen dürfen, warum man nicht die Mannschaft punktuell und zwar aktuell, punktuell und aktuell verstärkt und dann stattdessen halt in die Zukunft investiert. Man kann immer in die Zukunft investieren, ja, aber es kommt dann immer darauf an, wie und ob man es komplett macht oder nicht. Und ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja, das möchte ich aber da gar nicht jetzt besprechen jetzt, ja. Das ist halt so eine Sache. Und er weiß, dass es viel Kritik gibt an seiner Person. Einfach, natürlich, um Gottes Willen, was er hier aufgebaut hat in 2 Jahren und was wir dank ihm erreicht haben, das stellt keiner in Frage. Und das wäre auch Blasphemie, ja. So, aber Fußball ist Tagesgeschäft und man muss sich an aktuellen
Leistungen, sagen wir es mal so, messen lassen, ja. Und da gibt es gibt es einfach diverse Fragen und die Kritik erlauben sollten, ja. Und mit so einem Vallejo-Transfer am letzten Dings, am letzten Dings, oder scheißegal, wann der kommt, 2 Tage davor, 3 Tage davor, wenn Vallejo kommt, ja, dann würde er sich wieder einigen Kredit erspielen, ja. Bei ihm ging es ja schon los mit Mayas Entlassung, dann Stenderas Degradierung und dieser Gruppe 2 und diversen, wir wissen alle, ja. Und wenn er den holt, dann hat er sich erstmal wieder hier was. Und wir wissen alle, wenn Vallejo fit ist. Es ist halt einfach so, aber ein Spieler, und es muss nicht unbedingt er sein, aber er unter anderem, ein Spieler macht Eintracht Frankfurt einfach um Klassen besser. Ja? Du hast nur 11 Plätze zu vergeben. Und wenn du halt diese Plätze so erstklassig besetzen kannst, wie mit einem Vallejo, davon profitiert die ganze Mannschaft. Es ist einfach so, ja. Und das sind so meine Hoffnungen, Vermutungen, Visionen, Träume, ja, wenn das so kommen würde. Ihr könnt mir gerne sagen, was ihr noch denkt oder was ihr glaubt, wenn noch kommen wird, weil mit Kostic haben wir jetzt endlich den Flügelstürmer. Theoretisch bräuchten wir natürlich auch einen für rechts, ja. Aber ich gehe einfach davon aus, dass Rebic auch rechts spielen kann und wir dann mit Müller Rebic auf der rechten Seite gehen, eventuell auch mit Müller, mit Rebic und Kostic auf der linken Seite. Und ja, dass wir dann quasi 3 Spieler für 2 Positionen haben und im Notfall dann halt auch Mangacinovic, wenn es sein muss oder sowas, ja, was jetzt nicht die optimale Lösung wäre, ja. Aber wir müssen gucken, wir haben jetzt noch ein wenig Transferbudget, müsste übrig sein und mit diesem Deal, den wir jetzt mit Kostic abgeschlossen haben, haben wir uns eigentlich jetzt 5, 6, 7 Millionen gespart, was ja hervorragend ist und dass wir jetzt meiner Meinung nach in den Wilhena stecken werden, oh, wenn man den so ausspricht, keine Ahnung. Und ich glaube einfach, dass wir einen rechten Verteidiger auch ausleihen werden, weil es macht da keinen Sinn, jetzt für viel Geld einen rechten Verteidiger zu kaufen. Weil wenn man einen kauft, dann muss er einfach besser sein als das, was da ist, ja. Und Chandler kommt ja auch erstmal, also ist 6 Monate weg vom Fenster und bis er dann wieder reinkommt, ich sag mal so, planen kannst du mit Chandler Mitte der Rückrunde. Realistisch, ja. Und da brauchst du auf jeden Fall Qualität hinten rechts. Klar, Salcedo könnte das auch spielen, aber Salcedo so in einem System, wie Hütter das bevorzugt in der ersten Liga, also so wie er es spielen lassen möchte, ja, mit aggressivem Pressing und sowas, da müssen die Außenverteidiger auch viel nach vorne machen, ja, und Salcedo ist ein absoluter hinten, defensiver Verteidiger, ja, der wird den Laden vielleicht hinten dicht halten, aber die rechte Seite wird dann nicht so beackert werden wie von einem Chandler oder der Costa gegebenenfalls. Ja, deswegen ist das eine absolute Notlösung in meinen Augen und da müssen wir was holen. Aber mit Vallejo, absoluten Traum könnte uns erfüllen. Ja, auch wenn er noch 4, 5 Wochen verletzt ist. Das tut nichts zur Sache. Das tut nichts zur Sache, ja. Wenn man bedenkt, dass wir eh ein, zwei Spiele spielen und dann ist eh wieder Länderspielpause, ja. Und er kennt die Stadt, das Umfeld und so. Es ist nicht mehr so wie beim ersten Mal, ja. Er muss nur fit werden und dann kann er direkt reingeworfen werden, ja. Und fertig, es wird gut. So, jetzt, das war die Folge zu Kostic. Ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Nein, ich bin froh über diesen Transfer. Es wird Zeit, dass wir wieder mal ein bisschen hier aufhören. Aufhören, aufhören, aufhören zu kritisieren, ja. Ich werde erst wieder kritisieren, wenn am 31.08. nichts mehr passieren sollte. Wenn kein Spieler kommen sollte, dann werde ich wieder anfangen, negative Stimmung hier zu verbreiten. Ganz egal, wie das Spiel gegen Freiburg ausgeht. Jetzt habe ich natürlich mir selber ein Bein gestellt und wenn wir krass verlieren, muss ich einfach ausrasten. Aber gut, wir sehen es einfach dann, ja. Aber wir haben mit Kostic den Spieler geholt, den wir gebraucht haben. Hütter hat bald auch keine Ausreden, ja, er kriegt so langsam aber sicher dann halt das Spielermaterial, was er benötigt. Und dann hoffe ich doch einfach, es gibt ja auch zu viel negative Stimmung Hütter gegenüber, ja. Das, alles, was ich auch da gesagt habe, das ist die Enttäuschung, ja. Das ist die Enttäuschung direkt. Ich mache ja die Videos in den meisten Fällen direkt nach einem Spiel, ja. Und bei den letzten 2 Spielen, die wir gespielt haben, tut mir leid, ja, mir tut es wirklich weh, wenn Eintracht Frankfurt verliert. Supercup war mir fast egal. Obwohl es eine Demütigung war und der Pokal,
Ja, das war schon mies, aber immer noch nicht so wie Bundesliga. Ja, wenn die da verlieren, da ist es so richtig mein Herz getroffen. Ja, deswegen, ich bin immer auch dann sehr, sehr verletzt und traurig und abgeturnt, wenn Eintracht verliert. Aber am Ende des Tages lassen wir da dem Hütter noch ein wenig Zeit. Geben wir ihm die Spieler, die er braucht. Lassen wir ein bisschen Zeit und dann gucken wir einfach mal, ja. Und ich möchte hier sowas nicht hören, wie Hütter jetzt schon raus. Ist doch einfach ein Bullshit, ja. Wir haben noch nicht ein Punkt, ein richtiges Bundesligaspiel gespielt unter ihm. Und so, ja, wir dürfen nicht vergessen. Man darf am Ende des Tages nicht vergessen, auch wenn ich oft angesprochen habe, aber das ist, wie gesagt, das ist nur die Wut und über die Situation, nicht über ihn oder irgendeinen anderen persönlich, ja. Wir dürfen nicht vergessen, ja, was für Spieler uns verlassen haben, dass eine WM war, wie die Spieler dann aus dem Rhythmus gekommen sind, die Spieler, die dann direkt nach der Saison weiter trainiert haben, bei der WM zu spät zum Training kamen. Die kamen alle versetzt, die Mannschaft. Ja, er hatte nie die ganze Mannschaft in der kompletten Vorbereitung. Schlüsselspieler waren weg. Dann sind so viele im Kader und dies und das. Es ist Chaos. Ja, das ist keine normale Saison. Das müssen wir uns einfach eingestehen. Und es ist einfach alles neu. Ja, und der hat dort, wo er war, immer seine Zeit gebraucht. Aber dann wurden seine Mannschaften immer auch sehr erfolgreich, ja, und auch die Spieler bei Eintracht Frankfurt, die jetzt noch nicht im Kader standen, die jetzt neu geholt werden wurden, wie gesagt, wir dürfen auch einfach nicht vergessen, was in den letzten Jahren geholt wurde, und wir kannten davon nichts. Auch ein Mascherell kannten wir nicht, und viele andere kannten auch, und Vallejo kannten wir nicht, so viele kannten wir nicht, ja, die meisten davon haben unglaubliche Leistungen hier bei uns gezeigt, und ich möchte daran erinnern, auch ein Lewandowski hat in der ersten Saison Dortmund absolut nicht überzeugt, ja. Und gewisse Spieler brauchen einfach Zeit, ja. Und lassen wir einfach mal das draufhauen, ja. Geben wir jetzt den Verantwortlichen über Hütter noch die 10 Tage, um den Kader zu vervollständigen. Lassen wir der Mannschaft jetzt ein paar Spieltage Zeit zum Spielen, zum Einspielen, zum Finden. Mal abgesehen der Ergebnisse, auch wenn es jetzt einfach 2 Klatschen gibt und 3 Klatschen und es schon absolut Krise wäre, ja, ist einfach so. Am Ende des Tages ist Fußball eine Tagesgeschichte, wie gesagt. Aber es kommt immer drauf an, wie man verliert, ja. Wenn man so verliert wie gegen Ulm, das sind unglückliche Spiele. Ich weiß, Köln hat auch immer gut gespielt und immer verloren, ja. Aber es gilt abzuwägen, ja. Wenn wir sehen, es läuft was, da entwickelt sich was, dann muss man auch einfach gucken, dass man den ein bisschen Zeit gibt. Ja klar, Zeit ist, wie viel Zeit denn, ja? Das kann ich euch auch nicht beantworten, ja? Was soll ich euch erzählen? 3 Spieltage, 4 Spieltage. Und es ist individuell immer abhängig, ja? Aber jetzt schon das Ende aller Tage auszurufen, das geht nicht, ja? Auch wenn ich mich vielleicht manchmal anders anhöre, glaubt mir nicht. Ich bin der größte Optimist der Welt und ich liebe diese Mannschaft und will doch nichts anderes, als dass wir durchmarschieren, wie es nur geht, ja, und ich finde es sehr ekelhaft, wenn einige Leute, was ich so sehe, lieber wollen, dass die Mannschaft dick aufs Maul kassiert, nur um Recht zu haben, ja. Ich bin der Erste, dass wenn ich irgendwas Schlechtes sage oder kritisiere und es dann andersrum kommt, bin ich der Erste, der sich entschuldigt. Hauptsache, Eintracht geht's gut, ja, ist doch logisch, ja. Und damit möchte ich abschließen, ja. Deswegen, lasst die machen, lasst noch 2, 3 Spieler kommen und dann rasieren wir, damit wieder gut, ja. Dann werden alle wieder sagen, die Eintracht Frankfurt und hier erste Absteiger der Saison. Dann macht das doch wieder Spaß, gegen diese ganzen Trottel da, denen zu zeigen, was Sache ist. Ja? In dem Sinne, haut rein, ciao, ciao. Und oh. Es ist einfach 5 Uhr morgens, verdammte Scheiße. Ja? Was ist denn eigentlich passiert? Ich habe so einen Filmriss. Ich bin von Arbeit gekommen und es ist einfach 5 Uhr morgens jetzt, verdammte Scheiße. Egal, ich hoffe, euch geht's besser. Ciao.